Ein Christ kommt, er nimmt die Bibel. Okay? Ganz genau. Der Christ kommt, bringt die Bibel und sagt, Jesus ist Gott. Absolut. Das möchte er predigen. Der Muslim sagt, nehmen wir die Worte von Jesus zur Hand, erfahren wir, dass er nicht Gott ist. Was kommt jetzt? Johannes 20, 28 bis 29, wo Thomas zu ihm sagt, mein Herr und mein Gott, und Jesus sagt darauf, wahrlich, weil du gesehen hast, hast du geglaubt. Oder vielleicht auch Johannes 5, 23, wo steht, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Ach nee, warte, du meinst ja, dass das Gegenteil da steht. Okay. In der Bibel steht drinne, jemand nannte Jesus guter Meister. Er sagt, warum nennst du mich gut? Gut allein ist Gott. Wenn er Gott wäre, warum sagt er das? Erste Sache. Weil der Mann ihn einfach straight up gut gesagt hat, ohne das Bewusstsein dafür zu haben, was dieses Gut überhaupt impliziert. Jesus hat ihm das bewusst gemacht, indem er quasi gesagt hat, okay, gut ist nur Gott. Er hat aber nicht verneint, das Ganze zu sein. Tatsächlich bestätigt Jesus, dass er gut ist. Und zwar, indem er beispielsweise in Johannes 10, 11 sagt, ich bin der gute Hirte. Sogar direkt, nachdem er das gesagt hat, was du gesagt hast in Markus 10, 18, sagt Jesus in Vers 21 sogar, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Diesen Anspruch, dass man ihm nachfolgen soll, kann er natürlich nur setzen, wenn er selber gut ist. Zweite Sache, Jesus sagt, ich kann nichts von mir aus tun. So wie ich höre, so richte ich. Denn ich tue nicht nur meinen Willen, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Er hat einen Willen, aber er tut ihn nicht, denn er tut den Willen Gottes. Das ist aus Johannes 5 dasselbe Kapitel, wo auch drin steht, damit sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Aber inwiefern macht Jesus nicht seinen eigenen Willen, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hat? Nun, nach christlicher Doktrin hat Jesus nicht nur einen, sondern genau zwei Willen, eben nach seinen Naturen. Und da er zwei Willen hat, ist sein menschlicher Wille seinem göttlichen Willen untergeordnet. In Gott selbst, in allen drei Hypostasis, gibt es allerdings einen Willen. Somit ist der Wille des göttlichen Sohnes gleich dem Willen des göttlichen Vaters. Da diese im Willen gleich sind, geht es also hierbei darum, dass Jesus von seinem menschlichen Willen spricht, der sich dem göttlichen Willen unterordnet. Und im Endeffekt bestätigt das nur die Trinität, denn wenn er sagt, er kann nichts von sich aus tun, dann bedeutet es, er kann nicht unabhängig von dem Vater agieren, weil auch eben dort nur ein Willen existiert. Da kann natürlich nicht gegensätzlich gehandelt werden, wenn da nur ein Willen existiert. Und woher kennt er den Willen Gottes? Nicht, weil er mit ihm wesensgleich ist, nein, weil er die Offenbarungen von Gott erlangt und deswegen weiß, was er zu sagen hat. Das steht tatsächlich nirgendwo im Text drin und nein, genau das Gegenteil ist nämlich der Fall, denn er ist selber Gott und dadurch, dass alle drei Hypostasis in Gott vereint denselben Willen haben, da es eben auch nur ein Wesen ist, nur eine Usia, genau deswegen hat er natürlich sowieso den Willen in der göttlichen Natur. Die Wunder, die er getan hat, bedeutet, es kam nicht aus sich selbst heraus, sondern Gott hat diese Wunder durch ihn gemacht. Johannes 5,30, ganz einfach. Dann heißt es, Jesus sagte, dass in Johannes 17,3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das ist ganz klar und deutlich, weil Jesus nicht der Vater ist, kann er dann nicht Gott sein. Nein, das geht eben überhaupt nicht aus dem Text hervor, ganz einfach deshalb, weil da nicht steht, dass der Vater allein der einzig wahre Gott ist, sondern da steht, dass der Vater der allein wahre Gott ist. Dementsprechend gibt es nur einen allein wahren Gott und der Vater ist dieser Gott. Das heißt aber nicht, dass der Sohn nicht dieser Gott ebenfalls sein kann. Dazu habe ich auch ein YouTube-Video in ausführlicher Länge. Dann kommen sie mit der Stelle, ich und der Vater sind eins. Der Muslim sagt zu ihnen, in Johannes 17, 21 steht drin, Jesus sagt, so wie du in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie, die Jünger, in uns sein. Sind jetzt die Jünger Teil der Trinität? Habt ihr jetzt doch ein anderes Glaubenskonzept? Nein, so ist es eben nicht. Das heißt, hier hat das einen Kontext und da hat es einen Kontext. Aber sie können das nicht lernen. Genau, beide Stellen haben einen Kontext und du ignorierst beide. Bei ich und der Vater sind eins steht in den direkt vorgreifenden beiden Versen Folgendes. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Das heißt, hier setzt er es gleich, dass er ewiges Leben gibt und dass die Leute nicht mehr aus der Hand von ihm und von seinem Vater gerissen werden. Und insofern sind er und der Vater eins. Und das haben natürlich auch die Juden verstanden hier und deswegen steht nämlich direkt in Vers 31, also im nächsten Vers, dass die Juden ihn versuchten zu steinigen, weil sie das verstanden haben, du allerdings nicht. Für Johannes 17, Vers 21 zitiere ich an dieser Stelle Chrysostomos. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir.
Auch hier bedeutet das wie, also Kathos, nicht die exakte Ähnlichkeit in ihrem Fall, denn es war ihnen nicht in so großem Maße möglich, sondern nur so weit, wie es den Menschen möglich war. Wie wenn er sagt, seid barmherzig wie euer Vater, in Lukas 6,36. Was aber ist in uns? In dem Glauben an uns. Sie predigen die Bibel, aber nehmen nur das heraus, was sie wollen. Das Wort Trinität steht nicht drin. Das ist korrekt, aber die komplette Lehre findet sich da. Übrigens findest du auch nicht das Wort Tauhid im Koran. Jesus selber hat noch nie die Trinität gelehrt. Hat irgendein anderer Prophet die Trinität gelehrt? Nö. Selbstverständlich hat Jesus die Trinität gelehrt, indem er das Alte Testament bestätigt hat und uns angewiesen hat, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Wer war der Einzige, der das Wort Trinität etabliert hat? Ganz neue Leute, die mit der Bibel nicht mal was zu tun hatten. Lass mal die Bibel beiseite. Die nicht mal Hebräer waren. Die nicht einmal die aramäische Sprache konnten. Das waren Griechen. Ob der zuerst das Wort Trinität benutzt hat, also Theophilus von Antiochien, Hebräer war oder aramäisch, konnte es gänzlich irrelevant, da die Trinität schon gelehrt wurde, auch wenn nicht unbedingt das Wort genutzt wurde, von den Aposteln selbst. Und die Originalschriften sind eben nicht auf Aramäisch, sondern die Schriften sind nun mal auf Griechisch. Und Theophilus hat auch die ganze Zeit auf Griechisch geschrieben, von daher passt das perfekt, wenn er die Originalschriften des Neuen Testaments dann eben in der Originalsprache vor sich hat. Die erste Ausgabe des Neuen Testaments, ich rede jetzt nicht von vollzählig, sondern Abschnitte, wurde immer wieder auf Griechisch gepredigt. Das liegt vielleicht auch daran, weil es original auf Griechisch geschrieben wurde und zudem Griechisch damals die Lingua Franca war. Kannten die Jünger die griechische Sprache? Nein. Das ist eine Behauptung von dir, die sich allerdings durch nichts bestätigen lässt. Es spricht nicht unbedingt was dagegen, dass die Personen auch die griechische Sprache konnten, besonders weil es eben eine Lingua Franca damals war. Und ob da jetzt eine einzelne Person eine bestimmte Sprache konnte oder nicht, können wir nicht zurückverfolgen. Paulus war der Grieche. Mit Verlaub, mein Lieber, Paulus war kein Grieche, sondern Jude. Aber die Menschen folgen Paulus und nicht Jesus. Jesus sagt, halte dich an die Gebote. Paulus sagt, die Gnade kommt nicht durch das Gesetz. Nun, auf jeden Fall sagt Jesus vor allem, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er ist gekommen, um das Gesetz vollständig zu erfüllen und durch ihn hat somit das Gesetz seine komplette Anwendung erreicht. In Stellen wie Matthäus 19,17 geht es dabei darum, der anderen Person eben aufzuzeigen, dass sie eben nicht dem Gesetz Gottes gerecht wird und dass diese Person einen Erlöser braucht. Hierbei hat an der Stelle Jesus zu Juden gesprochen und das im zeitlichen Kontext vor seinem Erlösungswerk am Kreuz. Das heißt, natürlich war hier das Gesetz ausschlaggebend für die damaligen Juden. Denn genau das war auch der Kontext und der Zweck, für das das mosaische Gesetz gegeben wurde. Bei Christen ist dieser entsprechende Kontext allerdings so nicht mehr vorhanden. Das heißt, deswegen wird hier ein klarer Unterschied gezogen. Dann gucken wir im Gesetz rein, im Alten Testament. Gott sagt, dass man sich an die, dass Gerechtigkeit und Recht und die Gnade erst dann befolgt, wenn du die Gebote einhältst. Genau, das ist auch absolut korrekt, genauso wie es in dem Kontext des mosaischen Gesetzes an die Israeliten gegeben wurde. Paulus sagt, nein, das geht nicht, das geht nur durch den Tod von Jesus. Nein, Paulus widerspricht dem Ganzen nicht. Paulus sagt allerdings, dass ein Mensch aufgrund seiner sündhaften Natur es nicht schafft, diesem Standard gerecht zu werden. Dementsprechend brauchen wir einen Erlöser und dieser Erlöser ist Jesus Christus. Da Jesus selbst wiederum das Gesetz erfüllt hat, sind die kulturellen Gebote, die im mosaischen Gesetz gegeben wurden, für Christen nicht bindend. Paulus bringt uns bei, nur durch Jesus werden unsere Sünden erloschen. Das Alte Testament bringt uns bei, nein, ohne ein Opfer werden sogar die Sünden erloschen. Nein, das bringt das Alte Testament sicherlich nicht bei. Das sind lediglich Behauptungen, die aufgestellt wurden in der Exegese von manchen jüdischen Rabbinern. Es spiegelt allerdings nicht die Aussage des Textes wider. Beispielsweise wird dafür Hesekiel 18 genannt oder auch die Leute von Ninive. Bei näherer Betrachtung sehen wir dort allerdings, dass auch dort Vergebung durch ein Opfer geschah. Paulus kannte anscheinend entweder nicht die Bibel, das Alte Testament, oder die Menschen folgen nicht Jesus, sondern sie folgen Paulus. Oder du verstehst zum einen nicht die Aussagen von Jesus, zum anderen nicht die Aussagen von Paulus und zum anderen die Aussagen des Alten Testaments nicht. Was hierbei wahrscheinlicher ist, überlasse ich hierbei den Zuschauern.